Ladies and Gentlemen, wir sind zurück bei Let's Play Project Cars mit dem Jay, Christian Bramm und mir, dem Pete. Hallo. Und heute spielen wir den Hockenheim Hallo. GP in der Klasse Road B. Warum habe ich da so ein komisches Zeichen gehabt, was ihr nicht hattet, neben meinem Daumen? Weiß ich nicht. Das stand für Skill. Da saß ich! Letztes Jahr bei Formel 1. Das kannst du Johnny schon erkennen in der Menge. Da siehst du da den Fetten. Mit dem Pete-Speed-Shirt. Der mit dem Trollface. Wann crashen die endlich? Wer wo startet, ist übrigens immer zufällig. Ich hab nie verstanden, wie man bei so einem Spiel eigentlich startet. Volle Möhre. Alter, was ist denn das für ein Kackwagen? Der startet ja mal gar nicht. Ich habe immer Pech im Leinwagen. Was soll das denn? Alter. Holy moly. Peter, mach mal Platz da. Oh oh. Vergiss es. Alter. Alter, bist du schneller mit dem Aerial in den Verkurven. Ja, das ist, glaube ich, recht offensichtlich. Nur, du bist ganz überall anders wahrscheinlich schneller. Was hast du denn da? Ja, wobei du beschleunigst. Den Porsche. Aber du beschleunigst halt auch viel schneller. Ne? Du bist aber schon am. Du hängst mir aber schon krass am Sack, Alter. Ja, damit hast du mich überholt. Das ist ja jetzt Quatsch. Easy peasy, hat er mich eiskalt überholt. Lol, was machst du denn? Ja, bremsen. Lol, das sah bei mir aus, als würdest du mega die Kontrolle verlieren. Oh shit! Ah, wer hat mich denn da? Weiß ich nicht. Das hat mein Puppes wehgetan. Yo, Jay. Alter, der Ariel. Oh, der Ariel hört sich ja auch geil an. Ja, der ist voll das Elektro. Wie so eine Mücke, ey. Uiuiui. Dave, warum hast du mich gerade echt gerammt, ja? Hab ich dich gerammt, da tut mir leid. Also, ohne Scheiß, ich nehme nur noch die gleichen Wagen mit euch, ey. Das ist so ein Scheiß hier. Der kann ja nix, der Scheiß mit zu Büschi. Ich habe so langsam das Gefühl, dass das mit dir auch ein bisschen am Fahrer hängt. Bla, bla, bla. Oh shit. Oh Gott. Alter. Was denn? Da war doch ein grüner Fall. Oh Mann. Bei Grid ist der Ariel null gerutscht. Hier rutscht der durchgehend. Ey, wieso lässt du hier... Peter lässt hier seinen Rauch ab. Das ist, um den Gegner zu verwirren. Ich finde das frech. Leute, ich hatte gerade einen mega Leck. Das hatte ich im Singleplayer ein paar Mal, als wenn es mega laggen würde. Das habe ich nie verstanden. Oh Gott, jetzt holt er mich wieder. Oh Gott. Nee, du hast gerade in der Kurve echt extrem viel Platz. Ich komme halt 0,0 näher. Obwohl ich null Fehler mache, meiner Meinung nach. Aber keine Ahnung. Alter, ich soll... Oh Gott, oh Gott. Hallo, Bande. Vorsicht, ich muss wieder auf die Bahn. Was solltest du gerade... Wolltest du gerade sagen mit Alter, du sollst? Kämpfst du jetzt schon... Du kämpfst gegen Bram, oder? Ja, ja. Ich bin von der Fahrbahn abgekommen. Scheiße. Ich glaube, das nächste Mal, wenn wir mit KI-Gegnern probieren, wäre gar keine so verkehrte Idee. Ja, weil du mal deine Cheaterwagen nimmst. Ja. Ich denke, warum ist... Du hättest den Ariel Atom auch nehmen können, du kennst ihn ja, sogar. Ja, hätte ich gewusst, dass das der geilste Wagen von allen ist, hätte ich den auch genommen. Nice. Hast du den bei Grid nicht auch schon mal gespielt, Jay? Ja, da war der ganz geil. Ach so. Ja, das stimmt. Ja, deswegen ist der bei Project Cars genauso geil, oder was? Ja, auf jeden Fall nicht schlecht. Du weißt ja ungefähr, wie der funktioniert. Also ja, ich habe auch immer bei Need for Speed Underground 2 habe ich auch den scheiß Mitsubishi Lancer Evolution scheiß mich tot gesorgt. Ja, weißt du, da war ich da glaub, auch da ist Grid tatsächlich sogar noch eine größere Simulation als Need for Speed Underground. Ja, aber wenn Peter mit sowas ankommt... Boah, Johnny, was du weißt du, du bist eigentlich der bei uns am meisten Motorsport erfahren hast und damit ist den größten Scheiß. Das stimmt überhaupt nicht. Ach so, okay. Du kannst dir bei den Wagen übrigens auch sowas wie Beschleunigungswerte und so anzeigen lassen, bevor du dir die aussuchst, ne? Aha! Indem du auf Info anzeigen. Wow, indem du auf Info anzeigen. Ja, richtig. Genau. Ist total versteckt. Oh, haben die feinen Herren das also herausgefunden, dass man hab ich aber nicht gemacht. Sowas nicht. Ich hab ja, entschuldige mal, dass ich Basic-Sachen in so einem Spiel als Voraussetzung nehme und das nicht jedes Mal sagen muss. Das wusste sogar ich, dass das geht, ja. Und ich habe nicht mehr Werte verglichen, ich habe einfach den genommen, ohne zu vergleichen. Johnny, linker Trigger. Ist okay.
Du bist halt einfach schlecht. Ja, ich bin schlecht, okay. Bei Formel 1 warst du Jay, besser. Weil du hinten dran hängst, du Lutsch. Ja, noch hab ich, kann ich Motorschaden haben, also ganz gut. Nee, das kann man ja nicht mehr. Hab ich ausgemacht. Ja, aber wenn du irgendwo reinrascht, kannst du das schon haben. Ja, du kannst dir ja natürlich theoretisch auch deine Reifen abballern und so. Ja, ich save nur die Reifen. Deswegen fahre ich ein bisschen langsamer als ihr. Ja, das ist gut. Alter, weiß ich, keine Ahnung, wo Peter ist. Doch, da hinten. Ja, jetzt kannst du kurz auf Linie mitsehen. Das ist ein kleiner Flitzer, der Atom. Wobei Christian, hartes Duell sich mit mir geliefert hat. Wenn er nicht gegen die... Halt rausgeflogen. Ja, genau. Ja, muss ich dir mit die ganze Zeit am Sack haben. Ja. Manchmal kann ich mich halt ransaugen, aber... Oh, nein, 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 nein. Boah, das Schlimmste ist echt, das Ding unter Kontrolle zu halten. Also ich meine, irgendwie, es gibt ja Leute, die fahren irgendwie immer nur nach diesem Kurvengefühl und so, aber ich hasse es einfach, dass wenn du perfekt auf der Strecke bist, irgendwie der fucking Pfeil dir das sagt, weißt du, und der ist grün und du gibst Gas und das passt einfach nicht. Bei mir passt das tatsächlich nicht immer mit den Rot, also, nee, deswegen muss ich echt hier viel nach Gefühl machen. Na, das kannst du mir doch nicht erzählen, dass Peters... Erster, zweiter, dritter, vierter ist fest. Ich bin ja richtig, von der Strecke raus. Dass Peters Skill so viel besser ist, dass der halt einfach schon eine halbe Runde vor einem ist. Never ever. Der ist halt noch nie richtig abgeflogen, Alter. Also das ist richtig, ich habe keinen Fehler gemacht im ganzen Rennen. Dito. Gut, mein Wagen ist halt tatsächlich offenbar auch besser als dein komische Japan. Ja, ohne Scheiß, Japaner-Scheißkarre, ey. Ja, nehme ich nächstes Mal Meister Proper, aber wenn ich da den Arena Information, dass man die muss. Sachen angucken kann, müsstest du doch eigentlich bekommen haben, als ich gefragt habe, ey, der eine, der beschleunigt schneller, dafür hat der andere Höchstgeschwindigkeit. Wie viele Kurven fahren wir eigentlich? Ich verstehe sowieso nicht, wie du auch nur ansatzweise dachten konntest, dass ein Lancer Evolution besser ist als ein Ariel Atom. Oder sogar gleichwertig. Alter, was weiß denn ich? Was? Ja. Ariel Atom habe ich seit Grid 2 niemals gehört. Das ist halt ein Wagen, gehört? Um Rennen ja. zu fahren. Ja, okay. Ja, gut, oh ja. Das ist ein Lancer aber auch. Glaub ich auch noch naja, ein Lancer ist ein Wagen, um geile Kurven, also geile, wie wär's das denn? Rallye. Ja, sowas. Geil, driften kannst du damit. Na? Wie viele Runden fahren wir überhaupt? 7. Na ja, gut. Was? Ah ja, stimmt. Oh shit! Oh shit! Also Bram hat bei mir 7 Sekunden Vorsprung und haben wir haben Schaden an, oder? Sekunden. Ja, haben wir. Oh shit! Okay. Alles gut. Nur halt keine technischen Defekte. Weil vielleicht muss Peter ja auch öfter in die Box, weil der irgendwie in der Spritter war oder so. Nee, ich glaube mein Wagen ist genau auf die Rundenzeit vollgetankt gewesen. 17 Liter waren drin, ja, wobei ich ist sogar zu viel drin. Und jetzt habe ich. Noch, drin. Also ich habe jetzt noch 30. Ja, 17 Liter waren drin. Ich glaube, der war vollgetankt. Ja, ich habe auch noch 29,8. Ich habe noch 21 Liter. Ja, weil dein Wagen scheiße ist. Ich weiß, wo drin der Wagen recht ist. Wieso ist da vorne eine gelbe Flagge? Ist wahrscheinlich einer abgeflogen. Also ich nicht. Oh Gott, Jack kommt mir entgegen. Vielleicht ein Teil auf der Strecke. Jack kommt mir entgegen. Fuck oh, you. Nein, ich bin direkt disqualifiziert worden! Was denkst du denn? Ja, Jay, du weißt einfach nicht vernünftig, wie man trollt. Nicht so wie ich bei Formel 1, ja? Tja, jetzt muss ich in die Box und dann gibt's auch wohl, So, mit der Bram auch eine Chance. Naja, der ist frontal in mich reingefahren. Peter, ich wollte drehen! Ja, ist klar. Oh, ich komme einfach nicht näher ran als fucking 3 Sekunden, ey. Oh shit. Oh. Oder kann ich das Rennen so noch zu Ende fahren? Nee, der zieht nach rechts. Wobei, so richtig realistisch sind die Schäden aber trotzdem nicht, oder? Ich meine, ich hätte ja tot sein müssen, theoretisch. Nee, was? Mein Plastik Mitsubishi hat sich leider in die Luft gesprengt dabei.
So, fahren wir mal in die Box. Oh Gott. Was muss ich denn hier noch alles einstellen? Kein Problem, lass dir Zeit, Peter. Ja, du hast echt noch Zeit. Ich glaube, ich überhole den nicht. Okay, you got a warning from the race director for cutting the track. Hey, da ist Peter vorbeigefahren bei mir in der Box. Wieso habe ich jetzt... Was habe ich jetzt gekriegt? Irgendeine Strafe? Tempolimit-Strafe? Lol, du bist so schnell in der Box gefahren. Alter. Oh, Peter! Was ist los? Nix. Okay, jetzt habe ich beide vor euch. Jetzt hab... Alter, die haben die nicht richtig repariert. Was ist denn das für Bullshit hier? Ich wollte das Rennen nur spannend machen. Ich war geil. Boah, ich höre die Mucke schon wieder hinter mir, ey. Der Zeit zu. Picken einfach von der Straße. Soll ich jetzt einfach mal hart bremsen? So nah bin ich leider nicht an dir. Du bist 0,9 Sekunden an mir, also. Das hört sich echt an wie eine Mucke. Wo will ich denn hier rum? Da habe ich vielleicht die Schilder ein bisschen mitgenommen. Okay. Anstrengend zu fahren, muss man sich voll konzentrieren. Ja, das stimmt sogar. Jetzt wird es nochmal interessant hier. Aus! Da bin ich mit dem rechten Reifen. Ach, fuck! Das war Christian. Alter, wie spät du bremsen musst, das wäre der Shit. Ja, der zeigt mir was komplett anderes an, aber da scheiße ich drauf. Ich muss jetzt ein bisschen Risiko fahren. Da vorne ist der Bram. Ich hab mir auch gedacht, dann bin ich über die Kurve geschlittert. Okay, jetzt wird er wieder. Oh Gott, jetzt könnte Kissmann mich sogar noch kriegen. Nee, du hast mittlerweile 2 Sekunden Vorsprung. So schnell krieg ich dich auf der Gerade noch nicht. Sei nicht so, dass du stehen bleibst. Oh! Kurve. Letzte Runde! Boah, macht das aber auch richtig gut gerade. War meiner Meinung nach schon die ganze Zeit eigentlich ganz gut. Ich habe auch jedes Mal eine grüne Zahl oben bei den Sektorzeiten. Ich werde echt pro Runde schneller. Ja, das ist gut. So. Oh Gott. 300 kann man machen. 300 sind deine, ist dein Wagen gefahren. Ja, Brams ist krass, mega schnell. Krass. Ich glaube, Mitsubishi irgendwie ist der. Mitsubishi ist, glaube ich, nicht auf 200 gekommen, 250 gekommen oder sowas. Boah, ich krieg Bram nicht mehr, ey, das gibt's doch nicht. Ja, ich krieg dich auch nicht mehr. Scheiße! Ach. Ja, ist ja noch ein Stück Strecke, oder? Ja, stimmt, ist ja noch gar nicht vorbei hier. Das ist aber schon eng bei euch. Ja. Peter ist gerade eine 1000stel langsamer gefahren. In dieser Zwischenzeit. Oh, ihr seid gerade im Motodrom. Ich höre Peters Elektrowagen. Hat er mich eiskalt rausgedrängt. Ja, ja. Sicher. Kennst mich. Alter! Da bin ich raus. War Peter nur Dritter. Ah, verdient. Ja, also du war ja außen vorbeiziehen, Peter, nicht mit mir, ja. What the fuck? Da hat Bram mich leider voll abgeschossen. Oh, ja, egal. Boah, Bram, ey, immer dieses Rammen finde ich in Ordnung. Na, Jay, nicht mal die Hälfte. Eine Minute 59. Ich werde jetzt einfach denselben Wagen wie Peter nehmen und wenn er dann nochmal eine halbe Runde Vorsprung hat, dann Chapeau für Peter. Das würde mich mal interessieren. Ganz im Ernst. Dann bin ich halt ein Oberlutscher. Das wird nicht angezeigt, okay.
Wird offenbar nicht angezeigt. Warum zeigen die Rundenzeiten nicht an? What the fuck? So, das war Hockenheim. Ich danke vielmals fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Haut rein. Tschüss. Ciao.